Hallihallo, am nunmehr letzten Tag des Jahres. Seit meinem letzten Beitrag sind ja doch schon wieder einige Wochen vergangen. Hier ist dann doch ein bisschen was passiert auf der Baustelle, aber aus verschiedenen Gründen mit Belichtung, mit Lärm, mit Pausen über Weihnachtstage und so weiter hat sie das einfach nicht angeboten, das mal zu dokumentieren. Das möchte ich jetzt aber nachholen und eben auch nochmal zum Ende des Jahres den aktuellen Stand dokumentieren, sodass man dann quasi einen Stand hat, den man sich mit gegen den man das dann vergleichen kann im nächsten Jahr zum Beispiel. Hier vor dem Haus, da hat sich nicht allzu viel geändert. Und zwar ist ja der letzte Stand hier immer noch, dass das Garagenfundament eben soweit fertig ist. Das sollte mittlerweile auch halbwegs durchgetrocknet sein bei den Temperaturen. Wir haben zum Teil eben ja auch noch Frost. Schadet sicherlich auch nicht, wenn man dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit gibt. Aber grundsätzlich sollte das auch schon belastbar sein. Und die Garage, die ist soweit wohl auch schon fertig, steht da irgendwo im Werk herum. Und das muss halt jetzt noch so disponiert werden, damit die halt irgendwann mal hier eintrifft und aufgestellt werden kann. Wir haben hier auch so ein bisschen Kies angeliefert, um den zu verteilen, zum einen unter der Garage und vor allem aber um beim Aufstellen der Garage, dass der LKW das Fundament selbst nicht beschädigt. Der muss wohl hier drüber fahren. Das sind ja zwei Elemente. Und da wurden wir gebeten, das hier so ein bisschen LKW zugänglich zu machen, damit der einfach da hinten hinkommt und ja, uns das Fundament nicht beschädigt. Das wird, wie gesagt, in den nächsten Wochen wohl irgendwann mal passieren, ist aber jetzt erfordert aber unsererseits jetzt keinen allzu großen Aufwand mehr aktuell. Hier nochmal ein kurzer Kameraschwenk über das Garagenfundament hinweg. Das ist eben diese U-Form für diese beiden Elemente dieser Fertiggarage. Hier am Boden kann man auch sehen, dass da noch ein paar Reste von Schnee und Frost übrig geblieben sind. Gerade in der letzten Woche und so weiter hat es eben hier ordentlich geschneit, war ordentlich kalt. Das war auch alles bedeckt. Mittlerweile taut es eben ab. Man kann auch sehen, die Sonne scheint. Es ist sehr schattig. Der Schatten ist auch sehr lang. Die Sonne steht tief. Aber zumindest hier im schattigen Bereich, wo es eben verschattet ist, da ist der Boden auch tatsächlich noch festgefroren. Und ansonsten taut das halt so vor sich hin und taut langsam auf und wird dann dementsprechend ja, schmutzig. Also aus Schnee wird hier auf so einer Baustelle ganz schnell auch eben Schmutz und Schlamm. Hier im hinteren Bereich der Garagenfundamente, da sieht man nochmal ein paar Rohre, Tiefbaurohre, die hier eben aus dem Boden sprießen. Zum einen gibt es so eine Art Leerrohre, also diese drei Rohre hier, das sind tatsächlich Leerrohre. Das dicke davon, das geht eben in den Hausanschlussraum und ist die Zuführung für Strom, Daten und Wasser. Leitungen nachher in die Garage hinein. Die anderen beiden, die sind dann für die Beleuchtung und Bestromung des Gartens und Außenbereichs. Also das eine führt dann über so einen Bogen hier in den vorderen Bereich, um eben die Garageneinfahrt beleuchten zu können und so weiter. Und das andere führt hier das Fundament hindurch in den Gartenbereich, um da vielleicht ein paar Steckdosen oder Beleuchtung oder sowas zu machen. Das ist alles noch nicht bis ins letzte Detail geplant, aber zumindest habe ich hier die Möglichkeit, dann doch das eine oder andere Kabel hindurch zu ziehen. Direkt dahinter befinden sich auch nochmal zwei Tiefbaurohre, Leerrohre in der Form. Das dickere wiederum geht auch hier in den Hausanschlussraum. Ich glaube, das müsste so einen Bogen machen und verbindet oder ist halt für die spätere Wärmepumpe. Also der Außenteil, die Außeneinheit der Wärmepumpe wird hier in dem Bereich eben aufgestellt werden. Die Inneneinheit dann entsprechend im Hausanschlussraum. Und ja, da wird dann irgendwie so eine Leitung eingezogen, die ein Kältemittel führt, um eben die Energie dann nach innen oder nach außen zu bewegen. Das zweite dünnere Rohr, das müsste für das Kondenswasser, für den Kondenswasserabfluss sein, wobei ich mir da jetzt ehrlich gesagt gar nicht hundertprozentig sicher bin. Und hier zur linken Seite weg, da gibt es nochmal ein Abwasserrohr, also das ist das Regenwasser, das hier gesammelt wird vom Fundament oder über diese Fallrohre, die ins Fundament führen. Da fehlt quasi noch die Verbindung zwischen diesen beiden Rohren und dann irgendwie eine gemeinsame Leitung, die hier hineinführt. Und das Ganze führt dann zur Zisterne hin, die eben das Regenwasser sammelt. Interessanterweise, ich hatte die Tage mal hineingeschaut im Rahmen dieser ganzen Buddelmaßnahmen und die Zisterne ist tatsächlich schon gefüllt, vollständig gefüllt. Also alles, was da jetzt zusätzlich gesammelt wird, eben über die Regenrinnen hier oben, das fließt aktuell eben Richtung Stadt schon ab, wird ja nicht verwendet aktuell. Also da muss später noch eine Pumpe und so weiter installiert werden für die Gartenbewässerung. Aber aktuell schaut der Garten noch in etwa so aus. Das war jetzt also die Besichtigung des Außenbereichs. Da ist jetzt im Prinzip nicht viel passiert. Das Einzige, ich habe hier so ein bisschen die Kabel anders gelegt und geführt, den Eingangsbereich mit so ein paar Paletten verschönert, dass es der Zugang da einfacher bleibt. Hier diese Leitungen, die liegen jetzt zumindest nicht mehr im Weg herum, sodass man nicht mehr stolpern kann. Was es damit auf sich hat, das zeige ich euch gleich, wenn ich jetzt hier hineingehe. Hier drin sollte ich mich zunächst einmal wahrscheinlich für die Unordnung entschuldigen, die an der einen oder anderen Stelle zu sehen sein wird. Hier ist es einfach ein bisschen drauf und drüber gegangen in den letzten Tagen.
immer mal wieder was getan an verschiedenen Stellen und mit dem Aufräumen eben nicht hinterhergekommen. Grundsätzlich versuche ich natürlich schon, da hier auch Ordnung zu halten und ab und an räume ich hier auch. Und ich habe auch Helfer, die mir dabei eben bei den Aufräumarbeiten helfen und unterstützen. Aber manchmal klappt das eben dann doch nicht so gut und man ist mit dem Dreck machen schneller als mit dem Dreck wegräumen. Da bitte, wie gesagt, einfach drüber hinwegschauen. Ein solcher Ort der Unordnung wäre hier zum Beispiel das Gäste-WC. Da kann man sehen, liegt halt eine Menge Schläuche oder Leerrohre liegen am Boden. Die sind einfach noch nicht ordentlich verlegt worden. Den Gartenschlauch musste ich hier irgendwie zwischenlagern, weil der Außen mittlerweile festfriert. Und dementsprechend schaut das hier jetzt nicht so ganz gut aus, beziehungsweise es ist auch schwer begehbar, aber in den letzten Tagen musste ich da nichts mehr machen. Hier bin ich erstmal fertig mit den Arbeiten, mit der Elektroinstallation. Und dementsprechend stört das jetzt erstmal nicht weiter. Das hier ist jetzt eben der Bereich des späteren Esszimmers bzw. halt der Küche. Man kann sehen, überall steht irgendwie Werkzeug, Material und so weiter herum. Und ja, das ist eine ordentliche Baustelle, schaut anders aus, das weiß ich auch. Aber so ist das eben manchmal und damit habe ich mich mittlerweile irgendwie arrangiert und habe da in dieser Unordnung so ein bisschen mein System und finde die Sachen dann doch recht schnell. Hier zu sehen ist meine provisorische Heizungsanlage. Angefangen habe ich hier mit dem Gas auf der linken Seite. Dieser Gasheizung, das funktioniert auch ganz gut. Man muss halt da irgendwie immer dafür Sorge tragen, dass man genug Gasflaschen auch am Start hat. Muss die halt immer beschaffen, zurückbringen und so weiter. Das ist manchmal ein bisschen nervig, aber funktioniert im Großen und Ganzen schon und ist trotzdem recht kostengünstig. Also eine Flasche kostet irgendwie 18 Euro, die zu befüllen und die Heizung hält wohl so 12 Stunden oder so durch. Also das ist so etwa 1 Euro, 1,50 Euro pro Stunde. Das ist okay. Die Heizleistung, die da rauskommt, ist auch echt ordentlich. Also da irgendwo auf dem Zettel stand wohl oder auf der Verpackung stand was von 12 kW, also 12 Kilowatt. Das ist schon ganz ordentlich, wird ordentlich warm. Und seit einigen Tagen habe ich hier auch so eine Elektroheizung auf der rechten Seite nochmal stehen. Das ist, ja, wird halt einfach elektrisch beheizt. Man kann diese Heizstäbe, die Heizelemente sehen. Dahinter befindet sich nochmal Ventilator, der das verteilt. Interessanterweise, das Ding hat 15 kW, wie es hier eben drauf steht. Und ja, das ist bei 30 Cent pro Kilowattstunde, geht das ins Geld. Also da redet man dann irgendwie von 5 Euro pro Stunde. Wenn man das mal längere Zeit laufen lässt, dann geht das, wie gesagt, schon ins Geld. Aber um eben mal hier so eine Grundwärme zu erzeugen, kann man das Ding schon mal einschalten. Habe ich auch erst seit ein paar Tagen als Leihgabe hier bekommen. Ist auch irgendwie hier mit so einer dicken Leitung angebunden. Man kann es ja sehen, was das hier für eine Art Gartenschlauch ist, der hier verwendet wird, um eben mit drei Phasen hier ordentlich Leistung reinzubringen. Also wie gesagt, 15 kW, da reicht so ein kleiner Klingeldraht dann nicht mehr aus. Da braucht man dann schon ordentlich dicke Leitungen. Ansonsten habe ich hier auch irgendwie ein Thermometer stehen. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal hier abgestellt, genau. Und wir haben eben aktuell 6 Grad, das ist ziemlich bequem, ehrlich gesagt. Also in der Regel haben wir hier 2 bis 3 Grad gehabt und im Außenbereich war es eben im Minusbereich. Insofern ist jetzt hier mit 6 Grad ist das schon echt bequem. Die Heizungen laufen aktuell auch nicht. Das ist aber größtenteils dem geschuldet, dass ich hier eben Videos aufnehme und beide Heizungen machen dann doch sehr viel Lärm, allein durch die Bewegung der Luft, eben durch diese Ventilatoren, die da eingebaut sind. Und das möchte ich gerade vermeiden. Das hier ist jetzt der Bereich des späteren Wohnzimmers, da ist nicht allzu viel passiert. Ich bin mir nicht sicher, wie viele der Dosen beim letzten Mal tatsächlich schon eingegipst waren, aber da habe ich halt jetzt auch nochmal in den letzten Tagen so ein bisschen was gemacht an Gipsen oder an Fixierung von Unterputzdosen. Man kann auch hier in dem Bereich sehen, wie ich mir das später vorstelle. Also hier habe ich schon mal testweise angefangen, eben erste Signaldeckel aufzulegen. Die sind dann mit so einem Magneten, der da drauf geklebt ist. Und das Ganze wird jetzt eben verputzt. Also diese Fähnchen, die es hier üblicherweise gibt, die haben wir abgeschnitten. Und ja, das wird jetzt erstmal alles so verputzt. Wahrscheinlich brauche ich diese Dose nie. Aber da hier das Leerrohr eh entlang läuft, gibt es halt auch Dosen auf meinen Standardinstallationshöhen. Und wenn ich sie doch mal benötige, dann kann ich das eben über den Magnet lokalisieren und bekomme die dann entsprechend den Putz abgeklopft und habe dann eben Zugang zu dieser Dose. Seit ein paar Tagen habe ich hier auch jetzt beispielhaft einen estrichbündigen Bodenkanal von Hager hier auf der Baustelle. Ich hatte da insgesamt eine ganz große Bestellung aufgegeben. Die Bestellung befindet sich noch, also die Paletten sind mittlerweile eingetroffen, befinden sich aber noch an einem anderen Ort, weil hier auf der Baustelle einfach der Platz dafür nicht vorhanden ist aktuell. Ich hatte aber dieses eine Element, dieses Unterteil eben mitgebracht, um mir das vor Ort mal anzusehen und eben zu gucken, ob das soweit alles hinhaut. Ist auch das erste Mal, dass ich damit arbeite und dass ich diese verbaue. Und insofern wollte ich mir mal vor Ort ein Bild davon machen. Das ist aber soweit so gut. Und die Idee ist einfach, dass ich diese estrichbündigen Bodenkanäle im Wandbereich
am Boden eben auf Bodenniveau verlege. Die werden auch später nochmal mit Bodenbelag belegt. Also da gibt es nochmal ein dazu passendes Oberteil. Das ist jetzt nicht das hier. Und so wird das Ganze eben in dem Wandbereich an die Wand gestellt. Da gibt es dann die Füße dazu, die dann das Ganze eben tragen. Und das wird dann mit Bodenbelag belegt. Man sieht das optisch bis auf eine kleine Kante und die Bürste an der Wand kaum oder gar nicht. Und die Idee ist einfach, oder der Vorteil davon ist halt einfach, dass man hier eine Menge Stauraum hat für eben Steckdosen, die man hier verstecken kann. Da gibt es dann entsprechende Einsätze für Netzteile, für Kabel. Man hat ja einfach eine riesen Revisionsfläche, Revisionsraum. Und ja, das bietet einfach eine Menge Flexibilität und ist gleichzeitig optisch auch noch halbwegs ansprechend. Auch an anderen Stellen gibt es durchaus Fortschritte und Erfolge zu vermelden, und zwar hier in der späteren Speisekammer. Die befindet sich jetzt hier. Da wird sie nachher noch eine Tür befinden. Das wird natürlich alles nicht so ersichtlich sein, wie es jetzt der Fall ist, aber da befindet sich ja unter anderem eben auch der zentrale Technikschacht, der eben dazu genutzt werden soll, Leitungen aus dem Kellerbereich, wo sich ja der Hausanschlussraum befindet, bis nach oben eben in das Dachgeschoss zu führen. Und in diesem zentralen Technikschacht befindet sich mittlerweile eben diese Kabelleiter. Die kann man hier sehen, das sind so sogenannte C-Profile, die sich in einem Abstand von 30 cm befinden und eben bis nach oben in das Dachgeschoss führen. Und in diese C-Profile wiederum kann man dann mit sogenannten Bügelstellen, die schauen in etwa so aus, Kabel fixieren. Also die Bügelstellen selbst werden hier eben eingehakt. Und da lassen sich dann Kabel fixieren und die lassen sich dann nach oben führen. Das habe ich hier mal testhalber einfach so ein bisschen ausprobiert, wie viele Kabel, welche Bügelstellen und so weiter und so fort. Man kann auch hier so eine Art Rahmen erahnen. Der dient der Aufnahme einer Revisionstür. Also ich habe hier so eine Revisionstür beschafft, die ist eben wind- und luftdicht, aber die bietet mir die Möglichkeit, hier eben dann Zugang zu dieser Kabelleiter zu erlangen. Der Rest wird ja nachher dann vor den Verputzarbeiten noch verkleidet werden. Da kommt man dann eben nicht mehr so ohne weiteres hin. Und dementsprechend ist das mit der Tür eben so gedacht, dass ich die hier öffnen kann und dann doch noch das ein oder andere Kabel auch nachträglich vielleicht einziehen kann, um eben auf sich ändernde Bedürfnisse einzugehen. Ansonsten, und das ist das Ergebnis der letzten Tage, haben wir eben damit begonnen, die zentrale Staubsaugeranlage zu installieren. Also in dem Fall, das ist jetzt die Wallbox, das Einzugsschlauchsystem, also das nennt sich Bingo Loop. Und das kann jetzt hier eben, das ist jetzt eben der Teil, der eben Unterputz montiert wird. Die Holzleisten, die werden natürlich noch entsprechend demontiert, die dienen einfach der Ausrichtung und Fixierung, damit dieser Bauschaum eben eine Chance hat zu trocknen und damit das Ganze eben an Ort und Stelle bleibt und dass es nachher auch auf dem Putzniveau bleibt. Also das Ganze wird eben später eingeputzt werden. Das kann man sich hier vorstellen, dass quasi nur noch diese eine Öffnung hier bleibt. Nachher wird man nachher sehen. Die wird dann nachher auch nochmal mit so einer Tür, da gibt es ein Türchen eben, das hier eingesetzt wird. Das wird dann nachher auch nochmal versteckt und dann sieht man davon eigentlich nicht mehr viel. Und all die vielen Schläuche und Leitungen, die werden dann eben unterputzt bzw. bei uns dann in der abgehängten Decke geführt. Die müssen noch angeschlossen werden. Aber hier in dem Fall ist jetzt die erste Komponente, nämlich diese Unterputz-Wallbox, schon mal installiert. So, mittlerweile bin ich jetzt hier im Flur im Obergeschoss eingetroffen. Und auch hier sind ein Großteil der Arbeiten soweit abgeschlossen. Man kann auch hier eben eine solche Unterputzbox für die zentrale Staubsaugeranlage sehen. Die haben wir gestern tatsächlich noch mal ein zweites Mal installieren müssen, weil sie beim ersten Mal uns irgendwie beim Verschäumen wohl verrutscht ist. Das sah dann optisch nicht so ansprechend aus. Daher gibt es hier jetzt auch noch mal so eine zweite oder so eine quergehende Latte, die dann unten von einem Stein in Position gehalten wird, einfach um auch zu verhindern, dass dieser Köcher, der dann später eben das Teleskop aufnimmt, irgendwie verrutscht. Und mittlerweile, also bei dem Versuch schaut jetzt soweit alles gut aus und die Holzverkleidung kann dann eben entfernt werden und dann sind wir mit dem Thema soweit auch durch. Daneben war wohl die größte Baustelle hier im Obergeschoss, das zukünftige Badezimmer. Da ist eben, lag das Hauptaugenmerk oder die meisten Stunden habe ich jetzt hier drin verbracht. Zum einen einfach um die Unterputzdosen hier alle zu installieren mit den Leerrohren, die dann wieder nach oben und nach unten führen, wie auch schon in den anderen Zimmern. Das war eben beim letzten Mal noch komplett nackig. Mittlerweile habe ich das nachgeholt. Und die Leerrohre müssen jetzt halt hier noch zu dem Deckendurchbruch geführt werden. Das fehlt noch. Man kann auch hier die spätere Dusche sehen. Was hier noch fehlt, ist insbesondere diese Nische, die noch gesetzt werden muss. Also wir haben das aus der Wand eben schon herausgestemmt. Aber hier muss jetzt eben noch so eine Nische, soll hier nachher
ja, platziert sein werden, einfach um seine Duschutensilien, seine Duschgels und Shampoos und was nicht alles eben abzustellen. Das Ganze soll beleuchtet werden, deswegen gibt es auch schon die entsprechenden Nuten für die Leerrohre. Aber das muss eben noch gemacht werden, ähnlich auch hier jetzt bei der Badewanne. Man kann hier jetzt beim späteren WC, auch hier gibt es eine solche Nische, die ist jetzt hier, sitzt sie schon mal in der Wand. Es ist eben so ein fertiges Element, das bietet den Vorteil, dass die Kanten und Ecken und so weiter alles wirklich senkrecht und sauber verarbeitet ist. Das macht es dann deutlich einfacher, das nachher eben ja, mit Fliesen zu belegen oder halt so sauber zu verputzen und so weiter. Deutlich anspruchsvoller dürfte die Geschichte hier hinter mir werden, und zwar das wird ein sogenannter Smart Mirror, da haben wir eben so eine Wandnische geschaffen, da wird ein Spiegel nachher installiert, hinter dem Spiegel soll sich ein Bildschirm befinden und der Bildschirm kann dann einfach Informationen anzeigen, die dann durch den Spiegel hindurch ja, zu erkennen sein werden. So zumindest die Idee, das Ganze soll auch noch beheizt werden, also der Spiegel soll noch irgendwie, muss man mal sehen, wie man das genau dann löst. Da soll so eine Heizspirale oder so ein Heizklebepad, sind das so Klebepads im Prinzip, die man da aufkleben kann, damit das Ganze eben nicht anläuft, wenn man nachher duscht oder badet oder sowas. Und all das muss eben noch vorbereitet werden. Hier diese Nische muss auch noch verkleidet werden. Das gibt es in der Form eben nicht fertig und da muss man dann doch noch ein bisschen Handarbeit leisten. Da soll es an der Stelle schon gewesen sein, für heute, für jetzt und für dieses Jahr. Im Detail ist das wie so oft, dass es dann einfach viel länger dauert alles, als man vielleicht annehmen könnte. Man ist oft mit irgendwelchen Kleinigkeiten beschäftigt oder mit auch Konzeptarbeit. Man muss sich erstmal informieren. Da hilft natürlich das Internet schon ungemein, aber ja, man muss trotzdem erstmal immer herausfinden, wie man bestimmte Probleme löst. Und das dauert halt einfach alles viel länger, als man, wie gesagt, meinen könnte und auch manchmal hofft. Und man nimmt sich oft mehr vor für eine Woche, für einen Tag, als man dann am Ende schafft. Letztendlich haben wir in diesem Jahr aber doch eine Menge geschafft. Wir haben jetzt hier den Rohbau stehen. Ein Großteil der Rohinstallation ist auch schon fertig. Es soll direkt Anfang nächsten Jahres eben mit dem Verputzen losgehen. Und bis dahin muss ich hier meine Arbeiten eben noch abschließen. Und sobald da jetzt hier mal der Putz an der Wand ist und man diese ganzen vielen Dosen nicht mehr sieht und die Leerrohre dann irgendwo nur noch am Boden und in der Decke verlaufen, dann schaut das doch auch nochmal einen ganz anderen Flair. Insofern wünsche ich euch einen guten Rutsch. Wir sehen uns sicherlich im nächsten Jahr wieder. Bis dann, bis bald. Tschüss.